Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von dem Schlangenhügel der Indianer. Einem Medizinrat in den Rockies. Botschaften für die Allmächtigen. Landepisten ohne Flughafen. Einem Dreizack an der Pazifikküste. Scharzeichnungen und Amateurarchäologen. Viele Jahre galt der nordamerikanische Kontinent als geschichtsloses Land. Hier lebten zwar Indianer, doch der weiße Mann mochte sie anfänglich nicht. Was konnten Indianer schon an Geschichte vorweisen? Inzwischen hat sich das Bild geändert. Zu Abertausenden sind indianische Felszeichnungen aufgetaucht. Und die indianischen Überlieferungen, ihre Entstehungs- und Göttermythen, gehören heute zum Handwerkszeug der Ethnologen. In den vergangenen 40 Jahren ist noch etwas anderes aufgetaucht, das zwar seit Jahrtausenden in der Landschaft lag, doch von niemandem beachtet wurde. Es sind die sogenannten Indian Mounds, indianische Hügel. Es gibt sie zu Tausenden, vom Colorado-Fluss abwärts bis nach Mexiko, von den Rocky Mountains bis zu den Appalachen an der Nordseite Amerikas. Diese Indianerhügel sind künstlich angelegte Bilderhügel, die zeigen Bisons, Vögel, Bären, Eidechsen oder meinetwegen auch Menschen. Und einige dieser Hügel waren Gräber. Aber der Großteil der indianischen Bilderhügel ist in ihrer Gesamtheit nur aus der Luft zu erkennen. Im US-Staat Ohio, dort zwischen der Hauptstadt Columbus und Newark, liegt ein gigantisches Achteck. Und unweit davon, im Adams County, das liegt westlich der Stadt Portsmouth, der Schlangenhügel. Dieses Erdbild ist über 400 Meter lang und schmiegt sich in seiner ganzen Länge an die Biegung des kleinen Flusses Bush Creek. Allerdings gute 40 Meter oberhalb des Wassers. Der Kopf der Schlange liegt auf dem höchsten Punkt des hügeligen Geländes, während der mehrfach geringelte Schwanz sich wie ein endloser Lindwurm über die 400 Meter Strecke hinunterzieht, um schließlich in einer Spirale zu enden. Wir wissen bis heute nicht, was die Indianer mit ihren großen Erdbildern eigentlich bezweckten. Bekannt ist, dass die verschiedenen Völker in Stämme unterteilt waren, die ihrerseits Leitbilder als eine Art von Wappentieren verwendeten, zum Beispiel den Büffel, den Adler, die Kojote oder eben die Schlange. Wollte man mit diesen riesigen Bildwerken Zeichen nach oben geben? Aber wer um alles in der Welt sollten die Adressaten sein? Ja, und ebenfalls nur aus der Luft erkennbar, liegt im US-Staat Wyoming auf dem Gipfel des Bighorn Mountains das Medicine Wheel, ein Medizinrad also, wobei die Indianer unter Medicine selbstverständlich Magie verstanden. Dieses Medicine Wheel auf dem 2490 Meter hohen Bighorn Mountains besteht aus einem groben Steinkreis von 25 Metern Durchmesser. Der Kreis ist durch 28 Speichen unterteilt und am Außenrand liegen verschiedene U-förmige Steinansammlungen unterschiedlicher Größe. Noch zu Beginn der 70er Jahre stellte Professor John Eddy von der High Altitude Observatory in Boulder, Colorado fest, dass das Medicine Wheel auf verschiedene Sterne ausgerichtet ist. Blickt man von einem dieser U-förmigen Außenposten über eine bestimmte Speiche quer über das Zentrum des Rades, so ist der Aufgang des Sirius zu Frühjahrsbeginn zu beobachten. Andere Beobachtungslinien, die allerdings nicht über das Zentrum führen, sondern jeweils zwei der U-Punkte miteinander verbinden, zeigen den Aufgang des Aldebaran oder des Sternes Rigel zu Frühjahrsbeginn. Über die Hauptachse und die entsprechenden Speichen waren der Sonnenaufgang zu Frühjahrs- oder Herbstbeginn ablesbar. Das Medizinrad von Wyoming ist eines unter vielen und alle haben eine astronomische Bedeutung. Was steckt dahinter? Seit der Mensch zu staunen vermag, wölbt sich über ihm eine milliardenfache Ansammlung von rätselhaften Lichtpunkten. Die grandiose, schweigend vor sich hinleuchtende Pracht löst Sehnsüchte aus, fordert zum Denken heraus.
Selbstverständlich sind diese Sehnsüchte auch eine Triebfeder der Fantasie. Sternschnuppen durchhuschen die nächtliche Pracht. Bestimmte Helligkeitspunkte lassen sich zu Figuren, den Tierkreiszeichen, verbinden. Doch die Menschen ahnten nicht nur, dass dort oben irgendwelche Götter leben. Sie wussten es. Denn die Götter selbst, jene Lehrmeister aus dem Universum, waren herniedergestiegen und hatten die Menschen unterwiesen. Diodor von Sizilien, immerhin ein Geschichtsschreiber einer 40-bändigen historischen Bibliothek, der schrieb vor 2000 Jahren, einst seien die Götter aus dem Universum herniedergestiegen. Damals sei der Mensch noch von primitiver Gestalt gewesen. Erst die Götter hätten dem Menschen verboten, sich gegenseitig aufzufressen. Von den Göttern auch lernten die Menschen die Künste, den Bergbau, die Anfertigung von Werkzeugen, die Bebauung des Bodens sowie die Sprache und die Schrift. Und weil die Menschen wussten, dass jene geheimnisvollen Lehrmeister versprochen hatten, wiederzukehren, setzten sie ihnen Zeichen, riesige Figuren, Zeichen und auch Bauwerke, die in ihrer Gesamtheit nur von oben zu betrachten waren. Im Jahre 1978 entdeckte Pater Porras, das war der damalige Direktor des Archäologischen Institutes der Katholischen Universität von Quito in Ecuador, eine bis dato unbekannte Stadt im Urwald. Sie liegt nur 40 Kilometer nördlich der Stadt Macas an den Ufern des Upano-Flusses in Ecuador. Der Pater vermutete hinter der Stadt die älteste Kultur Südamerikas. Die Stadt, die bis heute nicht richtig erforscht ist, umfasst knapp 180 rechteckige Hügel, von denen einige Seitenlängen bis zu 800 Metern aufweisen. Erstaunlich dabei ist, dass diese Hügel aus der Luft betrachtet Bilder ergeben, die vom Boden her nicht einsichtbar sind. So erkennt man Augen, Nasen, Münder und sogar den Körper eines stilisierten Jaguars. Aber was nützen den Urwald-Indios Bilder, die nur aus der Luft erkennbar sind? Doch derartige Bildsignale nach oben gibt es zuhauf. Von der südperuanischen Stadt Molendo bis hinunter in die Wüsten und Gebirge der chilenischen Provinz Antofagasta liegen unzählige himmelwärts gerichtete Markierungen auf Wüstenplateaus und an schrägen Hügelwänden. Da gibt es riesige Rechtecke. Es gibt Pfeile, leiterartige Gebilde mit Sprossen. Einige Forscher wollen in den himmelwärts gerichteten Zeichen sogar Schriften erkennen. Schriften für wen? In der chilenischen Wüste von Tarapacá klebt an einem ausgetrockneten Hügel eine 121 Meter hohe, roboterähnliche Figur. Symbolische Strahlen gehen vom Kopf der Figur aus und am rechten Arm hängt ein kleines Äffchen. Die Figur ist flankiert von Vierecken und Kreisen oder von ovalen, mit nach innen gerichteten Strahlenfingern. Oder südöstlich von Los Angeles, unweit des Städtchens Blythe am Colorado-Fluss, findet man große, in den Boden gescharrte Bilder von Menschen und Tieren. Auch sie sind in ihrer Gesamtheit nur aus der Luft erkennbar. Noch weiter, 200 Meilen südlich von Tabuk, nahe der jordanischen Grenze, sind in der saudi-arabischen Wüste mehrere 100 bis 200 Meter lange geometrische Figuren in den Boden gelegt worden. Sie zeigen übereinanderliegende pyramidenförmige Dreiecke, die in der Spitze in einem großen Ring enden. Alle Gebilde sind nur aus der Luft erkennbar. Bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen des Gebietes um den Aralsee machten russische Geologen eine seltsame Entdeckung. Vom Kap Dunan bis ins Innere der ausgedörrten Halbinsel Ustjurt fanden sie am Boden merkwürdige dreieckige Formationen. Und dies über mehrere hundert Kilometer. Glaubte man ursprünglich noch, es handle sich um Einzäunungen für Tiere, um eine Art riesiger Tierpferche also. So ist diese Meinung inzwischen vom Tisch. Die gigantischen Ausmaße der Anlagen machen sie unfassbar für die menschliche Größe. Ein sowjetischer Archäologe meinte sogar, man könne an der Seitenlänge derartiger Dreiecke entlangfahren, ohne zu merken, dass man sich auf einem archäologischen Denkmal bewege. An der Pazifikküste in Peru liegt das Fischerstädtchen Pisco. Und dort in der Bucht von Pisco klebt in der hohen Wand eines ausgedorrten Bergrückens ein seltsames Zeichen. Vom Meer her kommend erkennt man es schon auf mehrere Kilometer.
Das Gebilde sieht aus wie ein riesiger Dreizack oder wie ein gigantischer dreiarmiger Leuchter. Die ganze Figur ist 250 Meter hoch. Die einzelnen Säulen des Dreizacks sind bis zu 3,80 Meter breit. Der Untergrund besteht aus einer weißen, salzhaltigen und kristallinen Substanz. Und jedes Mal, wenn der Wüstenwind die Figur mit Sand bedeckt, wird sie genauso prompt wieder freigeblasen. Niemand weiß bis heute, wer das Gebilde schuf, wann dies geschah und was es eigentlich darstellt. Unbestritten ist nur, dass es sich nicht um eine Markierung für die Schifffahrt handeln kann. Denn der Insel vorgelagert ist nämlich ein anderes Inselchen. Und rechts und links ist die Bucht zu weit ausholend, als dass man es von beiden Seiten sehen könnte. Ja, und nur 160 Kilometer Luftlinie weiter südlich von Pisco entfernt liegt die weltberühmte Ebene von Nazca. Das wohl größte Bilderbuch der Erde. Seit ich 1968 darüber geschrieben habe, wird es nicht mehr still um Nazca. Wo immer ich in Diskussionen gestellt werde, ist, wie aus der Pistole geschossen, Nazca auf dem Tapet. Und immer stelle ich fest, dass meine verehrten Kontrahenten überhaupt nicht wissen, was ich über Nazca geschrieben habe. Die Wüstenfläche ist rund 60 Kilometer lang und die Figuren und Linien auf dem Wüstenplateau wurden 1939 durch Dr. Paul Koschok von der Long Island University in New York entdeckt. Es war eine Zufallsentdeckung, denn Dr. Koschok sah die ausgedorrte Ebene von Nazca von einem einmotorigen Flugzeug aus. Eigentlich wollte er den Verlauf alter Wasserleitungen verfolgen. Und dabei entdeckte er zufälligerweise die riesigen Bilder und die pistenähnlichen Linien im Gelände unter sich. Das Rätselraten begann. Zuerst dachte man an Reste alter Inka-Straßen. Doch was nützen Inka-Straßen, die parallel laufen und plötzlich abrupt enden? 1946 begegnete die deutsche Geografin Frau Maria Reiche diesem Amerikaner Dr. Koschok. Die Fotografien faszinierten die junge Deutsche derart, dass sie ihr ganzes Leben dem Rätsel auf der Ebene von Nazca widmete. Anfänglich hielt Frau Dr. Reiche die eigenartigen Linien für einen astronomischen Kalender. Denn einige davon liefen kompassgenau auf die Sommer- und Wintersonnenwende zu. Dann vermutete die emsige Forscherin ein astronomisches Bilderbuch, weil wiederum einige der Scharfiguren den Gedanken an Sternbilder nahelegten. Heute spricht man bescheiden von magischen Linien. Und es sind wirklich seltsame Linien. Da gibt es ganz dünne, die Bestandteil der Chartzeichnungen sind. Dann wieder Linien von bis zu 80 Metern Breite, die oft über 2 Kilometer schnurgerade verlaufen, um abrupt abzubrechen. Dazwischen und daneben zahllose dünne Linien, die wie von einem Lineal gezogen über mehrere Kilometer auf die großen, pistenähnlichen Gebilde zulaufen und dort wie ein Strahlenbündel einmünden. Dann wieder kreuzen sie sich im rechten Winkel oder enden in 800 Meter langen riesigen Trapezen. Und zwischen diesen Hauptachsen die relativ kleinen Scharbilder von Fischen, Vögeln, Spinnen, Affen und sogar von Menschen. Was nicht alles ist in die Ebene von Nazca hineinspekuliert worden. Ein Hobbyarchäologe deklarierte die ganze Ebene als einen Startplatz für Heißluftballone. Die Inka-Herrscher seien schließlich Söhne der Sonne genannt worden, sagte er. Und was liege näher, als dass man ihre Leichen einem Heißluftballon anvertraute und der Sonne entgegenschickte. Also mir ist nichts von Heißluftballonen der alten Inkas bekannt. Und wenn schon, seit wann braucht man zum Start von Heißluftballonen pistenähnliche Linien? Ein bekannter Fernsehprofessor erklärte, die Ebene von Nazca sei nichts anderes als ein vorinkaischer Sportplatz gewesen. Die Indios hätten die vielen Figuren abspurten müssen. Das mag ernst nehmen, wer nie in der Gegend weilte. Auf der Ebene von Nazca regnet es bestenfalls eine halbe Stunde im Jahr. Der Boden ist ausgetrocknet und die Läufer wären auf der über 1000 Quadratkilometer weiten Fläche den Augen entschwunden. Kein Inka hätte ausmachen können, um welche Figur der Sportsmann gerade seine Runden drehte. Und Trinkwasser war meilenweit nicht in Sicht.
Zu allem Ärger liegen viele der Figuren schräg an den Bergwänden. Man konnte sie gar nicht abspurten. Auch erklärt die Idee des Sportplatzes gar nichts über die kilometerlangen, schnurgeraden und breiten Linien. Auf der Suche nach Lösungen sind Computer eingesetzt worden. Gab es astronomische Bezugspunkte? Nein, die Linien sind nicht auf die Gestirne ausgerichtet. Der Anthropologe Professor Isbell von der New York State University löste alle Nazca-Probleme mit einem Schlag. Die Indios, sagt er, hätten keine Vorratslager besessen, um Feldfrüchte einzulagern. Deshalb habe in guten Erntejahren die Gefahr bestanden, dass die Bevölkerung sich unmäßig vermehrte und in schlechten Jahren am Hungertuch nagte. Was war zu tun? Professor Isbell meinte, man habe die Bevölkerung mit zeremoniellen Arbeiten beschäftigt, die genügend Energie verzehrten, um die landwirtschaftlichen Überschüsse abzuschöpfen. Toll, fantastisch, das muss einem einfallen. Oder ein Berliner Professor machte einen geradezu revolutionären Vorschlag. Die Indios hätten Fata Morganas beobachtet. Farbenprächtige Luftspiegelungen also, die sich am Firmament zeigten. Da seien sie auf die Idee gekommen, es diesen Spiegelungen gleichzutun und Bilder in den Boden zu scharren. Und was bei allen Planeten ist mit den Pisten ähnlichen Linien? Wieder andere Forscher erkannten in der Ebene von Nazca die verbliebenen Spuren von gigantischen Webeketten. Hier seien also Stoffe gewebt worden, Schnüre, Fäden kilometerlang ausgebreitet worden. Und der Star-Archäologe von Peru, Professor Kaufmann Doig, er erkannte in den Linienmustern das Symbol von fliegenden Katzengöttern. Es gibt noch mehr dieser drolligen Lösungsvorschläge und sie kranken alle am selben Übel, nämlich am Provinzialismus. Die Bilder, die Sie gerade auf dem Bildschirm sehen, stammen nämlich nicht von Nazca. Diese Bilder gibt es weltweit. Nun, jeder Forscher rätselt nämlich stur an der Ebene von Nazca herum und hebt den Blick nicht über den Tellerrand. Es gibt diese riesigen himmelwärts gerichteten Zeichen überall. Was also war die gemeinsame Antriebsfeder? Und neuerdings hat man des Rätsels Lösung wieder einmal gefunden, nämlich in der Keramik der Nazca-Indianer. Tatsächlich zeigen Keramikfiguren oft auch dieselben Bilder, wie sie in der Wüstenfläche in den Boden geritzt worden sind. Doch niemand kann mir verbindlich die Frage beantworten, was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Die Schachzeichnungen oder die Keramik? Ich tue mir schwer zu glauben, die armen Indios hätten ihre riesigen Figuren nur deshalb auf die ausgedorrte Wüstenfläche gekratzt, weil sie auch auf Keramikvasen vorkamen. Und schließlich vermag auch diese Vasentheorie gar nichts über die kilometerlangen, schnurgeraden und breiten Linien auszusagen. Bis endlich eine überzeugende und bewiesene Lösung vorliegt, bleibe ich bei meiner Idee, die ich schon vor 25 Jahren vortrug. Die Inka-Herrscher bezeichneten sich selbst als die Söhne der Sonne, als Abkömmlinge jener geheimnisvollen Lehrmeister aus dem Weltraum. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie beispielsweise ein Zubringerraumschiff, ein Gebilde also, das die alten Inder Vimana nannten, von irgendeiner Orbitalstation die Ebene von Nazca im heutigen Peru ansteuert. Selbstverständlich brauchen fremde Astronauten für ihre Landung keine Pisten. Es ist ohnehin niemand da, der zuerst mal eine Piste erstellen könnte. Spielt keine Rolle, egal wie ein derartiges Zubringerraumschiff aufsetzt, ob das nun mit Schwenkflügeln, mit Rotorenblättern, wie bei Helikoptern, oder meinetwegen mit einem sanften Luftkissen geschieht, es wird allemal Spuren, Furchen in der Wüstenfläche zurücklassen. Und wer da argumentiert, der Boden sei für eine derartige Landung zu weich, der möge doch bitte sich an die Mondlandung der Amerikaner erinnern. Die standen vor demselben Problem und haben es gelöst. Zurück zu den Indios. Die beobachteten das unverständliche Treiben dieser Götter von den nahen Hügeln und Bergen aus. Sie hatten ein feuerspeiendes, gleißendes und lautes Ding gesehen, das vom Himmel eingeflogen war und den Boden aufwirbelte, aufkratzte. Die Außerirdischen ihrerseits
machten ihre Analysen und Messungen. Vielleicht richteten sie in den nahen Bergen sogar ein Basislager ein. Denkbar wäre auch, dass die außerirdischen Besucher nach Monaten des irdischen Aufenthaltes tatsächlich eine Piste erstellten. Gratis Arbeitskräfte standen genügend zur Verfügung. Freilich war mit einer derartigen Piste nicht die Weltraumfahrzeuge gemeint, sondern die diversen Flugapparate, die sich innerhalb der Erdatmosphäre bewegten. Und wer da argumentiert, auf der Ebene von Nazca gäbe es gar keine Pisten, den muss sich knallhart fragen, was ist denn das? Prägen Sie sich diese Bilder ruhig ein. Ich kann weder etwas dafür, noch kann ich die Bilder aus der Welt schaffen. Was Sie hier sehen, sind Originalaufnahmen von Nazca. Es sind Aufnahmen, die der staunenden Öffentlichkeit immer wieder vorenthalten wurden. Der Mensch soll schließlich glauben, auf der Ebene von Nazca in Peru gäbe es nur dünne Linien, die nicht im geringsten mit Pisten vergleichbar seien. Tut mir leid, eine Illusion zerstören zu müssen. Heute wäre es ohne weiteres möglich, auf den längeren und breiten pistenähnlichen Linien einen Düsenriesen landen zu lassen. Wir haben es mit dem Computer getan. Es wäre genügend Platz für eine Landung und auch für einen Start vorhanden. Und was ist mit den Scharzeichnungen? Nachdem die Außerirdischen wieder entspannten, drängte es die Menschen, himmelwärts gerichtete Zeichen zu setzen. Sie wünschten sich die Wiederkunft ihrer Lehrmeister. Sie wollten Zeichen nach oben signalisieren und so begannen sie, im Schweiße ihres Angesichts gigantische Zeichen in den Boden zu scharren. Ein Bilderbuch für die Götter. Wird die Geschichte sich wiederholen? Werden kluge Archäologen der Zukunft behaupten, die Pisten, die vor einigen Jahren auf der kalifornischen Mojave-Wüste entstanden sind, als der amerikanische Space Shuttle landete, das sei ein gigantischer Kalender gewesen? Oder vielleicht eine Religion, eine Kuriose? Oder ein präinkaisches Olympia? Eine Fata Morgana? Eine Mammutweberei? Oder sogar eine Beschäftigungstherapie? Das mag alles sehr komisch klingen, doch halte ich es für durchaus möglich. Solange nämlich, wie nicht gedacht werden darf, was eindeutig und offensichtlich zu sehen ist.